Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ihr seht schon, ich bin hier wieder drin und es gibt den Franchise-Modus. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen gespielt, aber mir ist ein Bug passiert. Ich habe hier wieder einen Belohnungspunkt, 100 Blätter. Seht schon, der Raxemanien-Zoos, die Raxemania-Zoos gibt es jetzt und es gibt den La Vita Zoo. Den schauen wir uns einmal an, weil ihr seht schon. Ich bin nicht nur ein paar minus 100, nicht ein paar hunderttausend im Minus, keine Millionen im Minus. Ich bin 4,65 Milliarden in Minus. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich habe gestern gespielt eine Runde, wollte eigentlich alles vorbereiten für heute, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann. Werden wir jetzt auch noch machen, ist aber wurscht. Und ja, ich bin irgendwie im Minus gelandet. Auf einen Schlag hat sich ein Bug wohl freigeschaltet. Das ganze Geld war im Minus. Es gibt auch keinen Weg, oder ich habe noch keinen wirklichen Weg gefunden, es positiv zu schalten. Weil ansonsten hätte ich das gemacht, weil den, ich werde den Zoo auch behalten, auf jeden Fall. Weil der war mega cool. Das ist so der erste funktionierende Zoo, den ich gepackt habe. Ihr seht schon, ich habe angefangen mit einem runden Kreis. Das ist die Fläche, die ihr habt. Also gibt eh ordentlich Fläche. Ihr seht schon, zu wenig Geld und Wasseraufbereitung versagt. So, tun wir mal hier auf Pause schalten. Damit ihr seht, wie das ausschaut. Es ist so ähnlich wie Planet Coaster, so grundsätzlich aufgebaut vom Straßenbausystem her, pipapo. Gehege, ganz easy. Ich habe hier Wasser zum Beispiel. Das waren meine ersten, das waren solche Echsen. Grafik natürlich wieder on top. Die Dinge, die ist 10 Jahre alt hier schon. Die ist gleich auch bei mir im Zoo gezüchtet worden. Dann haben wir hier drüben Affen. Und ihr werdet es nicht glauben, das ganze Zeug hier ist Einzelstückchen. Ich habe das alles hier per Hand gebaut. Das ist echt cool. Du kannst hier wirklich alles selber bauen. Das hier habe ich selber gebaut. Habe ich das? Nee, das war ein Stück. Das habe ich aus dem Gehegeabteil rausgeholt. Und diesen Unterschlupf, den habe ich auch noch selber gebaut. Du kannst die Gebäude komplett eigen bauen. Ja, da habe ich ein bisschen versagt mit dem Dach. Das hier sind diese fertig vorgefertigten Teile. Das war so mein Anfangbereich. Ich habe nicht so gedacht, ich tue das jetzt in die Mitte. Außenrum die Dinger und dann habe ich hier eine Wasseraufbereitung. So, da ist mir dann gestern das Missgeschick passiert, als ich das gebaut habe, bin ich in diese riesige Minuszahl gekommen. Und dann habe ich versucht, mit allen möglichen Punkten rauszukommen und habe jetzt da ein Minuseinkommen. Auch nicht cool. Das hier ist komplett Eigenkreation. Ihr seht schon, hier drin sind so ziemlich alle Sachen, die du brauchst. Hier ist ein Staffroom, eine Quarantänebereich. Dann hat man hier drüben einmal eine Tierpflegerhütte, eine Werkstatt, ein Forschungszentrum und nochmal eine Tierarztpraxis. Also wirklich so alles in einem Gebäude gleich mal vereint drin. Und man sieht, es hat die Größe fast wie der Innenbereich hier. Ist aber wirklich alles drin. Und es ist perfekt abgeriegelt, so dass halt auch keine Leute reinschauen können. Das habe ich mir als Bauplan abgespeichert. Bedeutet, ich kann jetzt unten unter Einrichtungen jederzeit auf dieses Gebäude zurückgreifen, was 15.000 Dollar kostet. Das Gehege hier auch wieder ein bisschen verziert. Und mit den Bautools habe ich dann sozusagen hier den Berg so abgekattet und habe dann hier rein den Unterschlupf für meine afrikanischen Wildhunde gemacht. Und ich muss niesen. Oder doch nicht? Muss ich niesen? Ihr seht schon, ich habe hier einige Tiere. Hier ein paar Wildschweine. Da drüben habe ich ein paar Katas. Ein paar Scooties. Ich glaube, mittlerweile sind es 20 Stück. Wie viele sind hier drin? 12 Katas. Und ja, du musst immer wieder die Gehege warten, weil sonst schaut es irgendwann so aus. Und du solltest keinen Strauchzaun bauen, wenn du Affen drin hast, die irgendwie schaffen auszubrechen. Bei mir, das war am Anfang bei mir alles Strauch. Und auf einmal war der Strauch weg und der Affe war draußen. Hupsi. Das hier ist in meinem Bärengehege geworden. Da habe ich mich mit so natürlichen Unterkünften das erste Mal so ein bisschen versucht zu beschäftigen. Man sieht, wie es gelaufen ist. Dann bin ich wieder auf die anderen umgestiegen. Habe hier einen dezenten Wald gemacht. Die haben auch mittlerweile hier irgendwo ein Kind rumlaufen. Hier. Haben sie ein kleines Bärchen rumlaufen. Voll süß. Und ja, den ist halt leider, man sieht, die sind, oh, bei denen passt es sogar gerade irgendwie. Ich weiß nicht, wie das geht, aber eigentlich passt denen die Temperatur absolut nicht. Also irgendwie in Attraktivität. Da siehst du sogar alles. Nachwuchsträchtigkeit, Fluchtversuche, Kämpfe, Verletzungen. Und dann hier sogar deine Zucht. Also ich glaube, hier kann man... Kann ich das hier machen? Ich habe es noch nie gemacht hier. Wenn ich hier draufklicke und dann auf... Nee.
Größe, fixierter Ball. Und hier sieht man Dinge so Spielzeug, Pappkartons. Die werden nicht nach einer Zeit auch langweilig und dann musst du die austauschen. Aber ich habe so viele hier reingehauen, dass das jetzt auch noch immer ausreicht. Okay, also ihr seht, so schaut es aus. Ich habe da ein paar, ich glaube eine Stunde reingesetzt. Also ich habe da wirklich auch lang gewartet, immer bis ich wieder genug Geld habe. Das hat sich jetzt viel gebracht, nachdem mein ganzes Geld weg ist. Aber ich würde sagen, wir tun unseren eigenen Zoo aufmachen. Weil wir gehen hier wieder auf Speichern und zurück zum Hauptmenü. Dam, 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 dam. Das wird dann unter diesen komischen Codes gespeichert. Ich muss mal gucken, weil ich hätte gerne den Zoo wieder. Weil der war cool. Mit dem habe ich richtig Spaß gehabt. Vor allem, weil ich da mir richtig Mühe schon reingegeben habe. Das ist der Sandbox-Modus. Hier, starte einen neuen Zoo ohne jede Vorgabe und lass dir den Fantasie freilauf. Du kannst ohne Einschränkung den Zoo deine Träume bauen. Will ich aber nicht. Ich will immer mit Geld machen. So. Jetzt gehen wir in unseren Zoo rein und machen einen neuen Zoo auf. Es gibt leider aktuell echt nur Graslandschaft Asien. Und das wird da der La... Minage Main Zoo. La Minage. Also auf den Namen muss man kommen. Also musst auch wirklich so schauen, wie in welchen Gebieten die ganzen Dinge oder die ganzen Tiere halt leben. So, so fängst du an. Hier steht gleich mal, es fehlen folgende Hütten. Und ich würde einfach mal sagen, wir fangen an, indem wir direkt hier vorne eine Einrichtung bauen, und zwar mal eine große Einrichtung hier, die 15.000 kostet. Das ist eigentlich brutal. Ich habe vielleicht mittlerweile schon Gebäude drin, aber wir drehen das ganze Teil jetzt so, dass das Gebäude einfach uns hier oder wir tun das jetzt einfach, wir tun das jetzt hier so hin. So. Dann müssen wir jetzt in sich erstmal um die Straßen da drin kümmern. Weil die ganzen Sachen natürlich da drin auch Straßen erzeugen, die wir aber nicht brauchen. Weil... Zack. Erstens brauchen wir mal die Hauptstraße hier. Wir tun jetzt erstmal hier noch mal den Eingangsweg hier löschen. Ich hätte nicht gern so einen schwarzen Pathway. Der soll 8 Meter breit sein. Okay, das ist natürlich jetzt scheiße. Wenn das so passiert, ich würde dann die Breite, passt eh schon, ja, die Länge. So. Muss doch irgendwie... das bauen können. So, perfekt. Das wird unser Hauptweg. Der ist 8 Meter breit und der soll so wie ein X dann durch die ganze City durchlaufen. Bedeutet, so, jetzt kommt der Trick bei der Sache. Es gibt Mitarbeiterwege. Und die machen, der kommt jetzt zum Beispiel, weil wir müssen ja bis nach da hinten durch. Und damit die Leute sozusagen nicht dorthin kommen, wo die jetzt, sagen wir mal, nicht so schönen Sachen sind. Gibt es da halt diesen Trick? Entschuldigung. Ich habe irgendwas angenießt und ich weiß nicht was. Und dadurch, dass ich das hier so quadratisch praktisch gut im Grunde gebaut habe, es ist auch relativ flott zu verbinden. Normalerweise, wenn man nicht irgendwie Scheiße baut, wie jetzt zum Beispiel. Wenn ich irgendwo schon wieder hier quadratisch praktisch gut falsch gemacht habe. So, zack. Man muss einfach ein bisschen Geduld bringen. So. Und schon sind alle Gebäude hier drin verbunden. Du brauchst ein Handelszentrum. Okay, das habe ich natürlich nicht eingebaut gehabt. Weil das sozusagen mein Gebäude sein sollte für überall. Leute, ich wollte das platzieren einfach und wusste, da drin ist Strom, da drin ist Wasser, da ist alles drin, was ich brauche. Und ich kann immer wieder solche Punkte platzieren und das alles machen. So, blöde Frage. Also machen wir mal hier Gehege. Was ist das denn? Heizkörper. Moment, du übernimmst das, was du erforscht hast?
Nee, doch nicht. Aber warum habe ich denn jetzt auf einmal einen Heizkörper klein und hier einen Kühlkörper klein? Hä? Moment, das ist neu. Also ich kann es euch sagen, weil ich habe das Problem gehabt, dass ich genau diese Sachen mir im alten Zoo gefehlt haben und ich deswegen meine Bären da unzufrieden waren. So, jetzt bauen wir hier noch ein Handelszentrum. Da. Das setzen wir jetzt einfach auf die andere Seite. Zack, du kannst es nicht auch so ganz easy drehen einfach. Angeschlossen. Bedeutet, hier gehen jetzt nur Mitarbeiter lang. Ich würde aber trotzdem dann hier direkt nochmal so einen ganz kleinen Pfad bauen. Denn ich würde auch direkt... Jetzt machen wir mal den Weg ein bisschen länger. Hier so einen der Pfade lang machen. Rein theoretisch kann ich da hinten dann im Grunde auch die Wand rausreißen und dort noch einen Anschluss machen. Weil ich würde hier dann das erste Gebäude hinbauen. Die Frage ist, was mich jetzt interessiert. Wenn es so ist, dann wäre das natürlich mega geil, weil dann können wir die Tiere von A nach B transportieren. Ja, okay, das ist das Handelszentrum, aber ich will... Ich mag in meinen... Ja! Geil! Bedeutet, wir können die Tiere, die Jungtiere aus meinem alten Zoo hier rüber transferieren. Weil wir haben hier die Kafferbüffel. Und die habe ich mit... Wie habe ich die geholt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall mega cool, dass es geht. Bedeutet, wir machen jetzt erstmal so ein bisschen Barrieren. Ich will hier aus roten Ziegeln diesmal bauen. Oh ja, ich habe da ja mit den Längen der Wände rumgespielt. Hupsi. Nein. Jetzt wollen wir hier Glas hin. Irgendwie funktioniert das nicht. Da müssen wir halt nochmal die Wand hier entfernen. Wie weit kann ich denn da dran ohne Probleme? So, weil, dann tun wir... Dieses komische Ding da, das ist echt nervig. Barriere? Kann ich dich auch gerade bauen? Ja, kann ich. Leute, wir bauen jetzt erstmal so, wie ich das haben will. So. Da können wir die Wandlänge lang. Die Mauer ziehen. Und dann wieder nach vorne. Aber wir können rein theoretisch jederzeit die Wand auch verändern. Das stellt absolut kein Problem dar in dem Spiel. Was natürlich umso geiler macht. Solche Sachen zu bauen. Einfach, was ich jetzt nicht verstehe. Erstens, warum passiert das so? Und zweitens, wieso kann ich nicht einfach so, genau. Dann tue ich nämlich jetzt hier wieder kürzen, so kurz wie es geht. Oder halt so lang, wie ich es brauche. Nur 5 Meter. Perfekt. Jetzt den Winkel wieder aktivieren, so lang, wie ich bauen kann. Oder halt gucken, wie lange ich brauche. Denn die Leute wollen natürlich einiges sehen. Da sind die Leute sehr, sehr heikel. Das ist jetzt ein cooler Anschluss. Der gefällt mir. Und was ich jetzt halt hier noch mache, ist hier zu sagen, Barriere bearbeiten. Das hier wird ein Glasfenster, damit die Mitarbeiter auch was zu gucken haben. Und das hier wird auch ein Glasfenster. Und hier bekommt das Teil eine Tür rein. So. Dann wählen wir aber nochmal den ganzen Bereich aus, weil wir ja dementsprechend, was da drin gehalten wird, auch eine bestimmte Höhe erreichen müssen, dass die nicht einfach drüber hüpfen können. Eine Giraffe wäre das jetzt wahrscheinlich zu klein. Und setzen mal das Ganze hier auf 3 Meter.
Bedeutet, die Mitarbeiter können jetzt alle hier durchschauen. Jederzeit. Und es gibt gar kein Problem. Das ist jetzt cool. Schöpterab. Und dann können wir jetzt ganz easy sagen, jo, wir haben in unserem Tierladen hier drin, in den gelagerten Tieren, haben wir einen Kaffenbüffel. Den verlegen wir nach hier. Dann geht er nicht automatisch zurück und dann können wir noch den anderen auswählen. Und den verlegen wir auch nach hier. Aber Leute, das Einliefern und die Vorbereitung darauf, dass die Leute herausfinden, was für Tiere wir haben, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!